Für diese Frau steht man auch schon mal an. Auch wenn ich in der Schlange jemanden lästern höre, die habe ihr Haltbarkeitsdatum doch schon überschritten. Die wird wenig später beweisen, dass das völliger Quatsch ist. Schauspielerin Senta Berger ist zu Gast bei Deutschlandradio Kultur auf der Berlinale. Der Auftritt dieser Frau ist und bleibt ein Ereignis. Fast 60 Jahre steht Berger jetzt schon vor der Kamera. Vom Heimatfilm nach Hollywood und zurück nach Europa, wo sie in Deutschland mit Serien wie Die schnelle Gerdi und Unter Verdacht Publikumserfolge feiert. Doch die Erinnerung hängt am ersten Auftritt vor der Kamera 1957. Im Radio hörte man, die Lindenwirtin vom Donaustrand. So war auch der Film, wie diese Musik. Und an meinem ersten Drehtag musste ich eine Türe öffnen. Und es war ganz furchtbar, weil diese Türe habe ich entweder zu weit aufgemacht oder ich habe sie zu wenig aufgemacht, das heißt, man sah mich nicht. Oder ich habe sie so aufgemacht, dass die ganze Türe wackelte, während der Regisseur immer sagte, Senta, ganz frisch, ganz unbekümmert muss das aussehen. Auf der diesjährigen Berlinale ist Senta Berger nicht mit eigenem Film zu sehen, sondern das Kino Toni, das sie mit ihrem Mann betreibt, dient als Außenstelle für die Aktion Berlinale Goes Kiez. So oder so, Senta Berger zieht ihr Publikum noch immer in den Bann. Die Gründe für ihren langjährigen Erfolg? Mein Wunsch war, eine gute Schauspielerin zu werden, mein Metier so gut wie möglich zu beherrschen. Und ich denke, das tue ich jetzt auch. Und dass ich darüber hinaus eine Fantasie und eine Imagination habe und ein Wissen über diesen Beruf, das mich trägt. Senta Berger, eine der größten deutschen Schauspielerinnen, aber auch immer eine politische Person. 2012 wählt sie den Bundespräsidenten mit. Heute mischt sie sich in die Flüchtlingsdebatte ein mit ihrer Initiative Stimme der Vernunft. Ein Wort, das sie dabei immer wieder benutzt, Anstand. Im Übrigen werde ich immer dümmer, je älter ich werde. Die Dinge sind so sehr in Bewegung, dass wir immer nur, und ich finde mit Anstand, auf die Situation reagieren können, die sich jeweils ergibt. Ich finde, jede andere Meinung ist eine Art von Wichtigtuerei. Gesetzt und bedacht tritt sie denn auch auf. Und wie geht es schauspielerisch weiter? Als Ermittlerin in der Serie Unter Verdacht will sie nicht mehr ewig weitermachen, sagt sie. Aber schon bald steht sie wieder vor der Kamera. Für Willkommen bei den Hartmanns, das Drehbuch geschrieben von ihrem Sohn. Es geht um eine Familie, die einen Flüchtling aufnimmt. Haben Unsicherheiten, haben Konflikte, aber sie schweigen. Jetzt kommt dieser Flüchtling, der überhaupt nicht Deutsch kann. Und dem erzählen sie das alles. Und er lernt dann Deutsch und sein erster Satz ist, ich bin verwirrt. Senta Berger ist eine Frau, die ihr Publikum nach wie vor zu begeistern weiß. Eine Schauspielerin, die noch mit 74 mehr Autogramme schreiben muss als viele andere. Und die fasziniert. Ich fand sie sehr gut, weil ich die Frau immer schon bewundere. Ich habe schon Interviews von ihr im Fernsehen gesehen und da hat sie auch so eine bodenständige Urteile abgegeben. Und ich bewundere die Frau einfach. Deshalb bin ich ja auch hierher gekommen heute. Sehr angenehme Person und ich bin auch hergekommen, um eben so von sehr erfahrenen Personen aus dem Filmbereich Anekdoten zu hören, aus dem Leben zu hören. Und es war sehr interessant. Also da kann man auch mal was von lernen. Sie können das ganze Interview mit Senta Berger auch noch einmal komplett in Ruhe nachhören auf deutschlandradiokultur.de. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Danke.